Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine Lieben. Ihr hört vielleicht ein bisschen, ich bin wieder mal etwas erkältet. Und das haltet mich aber nicht davon ab, zu zocken. Und ja. Ihren Hintern raus! Auf, Martin! Los, los! Wie konnte ich mich nur auf sowas einlassen? Ich würde sagen, weil... Naja, ich habe das letzte Mal herausgefunden, was da gewesen ist. Ich habe nämlich das Level neu starten müssen. Das hat echt gespackt vom Feinsten. Naja. Ah, geh doch weg! Die können durch die Tür gucken, das ist ja unfair. Okay. Komm. Headshot. Wo? Da. Komm her. Okay. Du hast mein Auto geklaut, Elder? Nur bei Bedarf, Sarge. Achso, ja, Entschuldigung, Sarge. Hier rechts rum. Ja, sicher, sicher. Hier drin hockt. Ach, das sind unsere Leute. Ich
Ordnung, Sarge. Was sollte ich sonst auch tun? Trupp 3, decken Sie unsere Flanke mit dem Kaliber 30. Trupp 2, folgen Sie als Reserve. Ich bin vorne. Elder und Martin sind hinter mir. Alle bereit? Los geht's! Lenken Sie das Feuer von links ab. Trupp 2, Sie greifen von rechts an. Los, 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 los! Ah, okay. Thank you.
Okay, das reicht eigentlich. Ah, geh mir doch aus dem Weg! Steht er mir echt im Weg, die blöde Kuh? Komm, lauf! Das Ding hier. Ach, hier. Nein, ich hab's nicht erwischt. Scheiße. Okay, ich häng.
Ich habe schon die ein oder andere Nachricht bekommen, ich soll doch bitte nicht so grimmig gucken und dann zocken. Das sagt man immer so leicht. Kühlschrank. Ist da was zum Essen? Vorwärts! Ach so, es ist private gewesen. Sorry. Ah, ich häng fest. Oh. Jetzt endlich tot. Nehmen Sie die feindlichen Dokumente. Achtung, Deutsche! Nehmen Sie dieses MG42 und benutzen Sie es. Sind die? Wo müssen wir überhaupt hin? Truppe, Bewegung! Ah!
Erstes Platoon herhören. Sergeant Moody schuldet mir 50 Mäuse, denn Operation Overlord war erfolgreich. Unsere britischen und kanadischen Freunde haben gute Arbeit geleistet. Abgesehen von Omaha verliefen die Landungen am Strand alle reibungslos. Die Luftunterstützung ging fast überall daneben. Aber die Männer erfüllten zusammen fast alle Aufgaben der Luftstreitkräfte für den D-Day. Ich bin wirklich sehr stolz auf sie alle. Wie Sie wissen, konnten Sergeant Moody und die Privates Alder und Martin durch die deutschen Linien brechen und das Hauptquartier benachrichtigen. Sonst hätte das Hauptquartier wohl keine Verstärkung geschickt, mit deren Hilfe wir Saint-Mère-Église halten konnten. Moody, Alder und Martin wurden beauftragt, eine deutsche Batterie beim Chateau Bricourt auszuschalten, wo sie mit einer Handvoll Männer einem ganzen Platoon der Deutschen gegenüberstanden. Offensichtlich sind unsere Leistungen nicht unbemerkt geblieben. Unsere Einheit wird vom Rest der 101. abgespalten, um einige Spezialeinsätze hinter den feindlichen Linien durchzuführen. Ich schlage vor, Sie polieren Ihr Deutsch auf, meine Herren. Genießen Sie Ihre Freizeit, solange es geht. Yay! Somit hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao! Okay, warum? Ich tu nichts. Thank you.